Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neuigkeiten. In der letzten Woche gab es keine News, weil halt eben nicht so viel tatsächlich passiert ist, was man hätte zeigen können. Deswegen sind letzte Woche keine Neuigkeiten erschienen, aber in der heutigen Woche kann ich euch wieder ganz, ganz viel zeigen. Ja, ich bin mit meinem Bus ein bisschen stecken geblieben, aber den größeren Ausschnitt bekommt ihr später zu sehen. Und außerdem zeige ich euch später noch, glaube ich, so mein neues Problem. Örtchen, wenn es das gibt, sage ich aber gleich was dazu, denn ich habe jetzt, glaube ich, die besten Möglichkeiten oder die besten Voraussetzungen, richtiger Messi zu werden. Darum geht es aber gleich. In der letzten Woche sind relativ viele Videos erschienen. Und zwar ist erstmal ein Video zum Thema Drechseln gekommen. Da habe ich euch so die drei Top-Spannmethoden gezeigt. Ihr findet die ganzen Videos auch oben rechts wieder im Video verlinkt, für die Leute, die es interessiert. Da gab es, wie gesagt, ein Video, wo ich euch gezeigt habe, welche drei Spannmethoden beim Drechseln so wirklich die essentiellsten sind. Das sind auch relativ themenbasierte Videos jetzt, die auch in Zukunft noch kommen werden zum Thema Drechseln. Da schnappe ich mir dann immer ein Video raus, beziehungsweise ein Thema und werde das dann in einem Video zeigen. Dann habe ich noch einen mega, mega coolen Mülleimer gebaut. Super aufwendiges Projekt. Das hat, glaube ich, 5 oder 7 Tage gedauert, bis ich da wirklich fertig war. Das war ein eigenes Video und dann habe ich euch noch ein Werkzeug gezeigt, was in meinen Augen so ein bisschen unterschätzt wird. War auch wieder ein drechselbasiertes Thema. Wie gesagt, alle Videos findet ihr oben rechts in der Videobeschreibung. Das waren so die Projekte, die in der letzten Woche bzw. in den letzten beiden Wochen gekommen sind. Wenn ihr im Moment in den Baumarkt fahrt oder, da seht ihr ja, dass da übelst viel los ist. Und so könnt ihr es euch ungefähr vorstellen, wie es in meinem Kopf auch im Moment aussieht. Ist ziemlich voll. Da habe ich eine Sache abgearbeitet und zwar bin ich letzte Woche zum lieben Bernhard gefahren. Da werde ich gleich noch was zum Schweißtisch sagen, aber jetzt seht ihr erstmal den kleinen Ausschnitt. Ich bin jetzt beim lieben Bernhard angekommen. Von ihm ist nämlich der Schweißtisch, den wir in dieser Woche zusammenbauen werden. Wenn das chronologisch passt mit den Neuigkeiten, ich glaube schon. Zeig doch mal, wo der Schweißtisch liegt, den ich jetzt zusammengebaut habe und wie das bei dir aussieht. Grundsätzlich gib uns mal eine kleine Tour. Also, ja, also wenn man reinkommt, wir haben hier das Palettenregal, dort liegen alle Teile für die Tische drin, die größeren Teile. Aktuell ist das hier gerade noch der einzige Tisch, der hier schon vorbereitet auf Palette liegt. Ah, das ist auch meine Größe, ne? Genau, das ist auch deine Größe. Die werden hier mit 4 Schrauben festgeschraubt. Das hält am besten, das passt am besten. Ja, und die kleinen Teile werden dann in der Kiste oben drauf geschnappt. Es gibt halt verschiedene Beine, verschiedene Tischgrößen, das liegt hier alles in den Regalen. Was war denn das hier vorher für eine Halle, eine Werkstatt, weil die ist ja bombastisch groß. Ja, das ist tatsächlich eine alte Zechenhalle gewesen und hier war ein Teil der Kokerei untergebracht. Das Gebäude ist von 1903 ungefähr und wurde halt seit 1964 als Lager für Fliesen genutzt. Hier waren Metallrohre drin, also alles Mögliche. Krass, krass. Können wir uns mal kurz noch hinten den Raum anschauen? Ja, gerne. Das ist eigentlich der Raum von meinem Nachbarn. Ach so. Das heißt, du hast das Ding mit jemandem zusammengemietet? Genau, ich fand das hier. Der richtet sich gerade ein. Hier fängt ein Metallbauer an. Also ist auch Artverband. Der hat hier schon so ein bisschen Sachen stehen. Der baut das gerade auf. Und da oben ist halt ein riesiges Riemenrad. Irgendwelche anderen Teile noch. Also das ist alles etwas älter. Ja, hier das hier oben sind die 800x800. Und hier unter den 800x800, da liegen die 1200x600 und das sind aktuell die Tischgrößen, die am Lager sind. Das Oktagon ist sehr beliebt, von dem gibt es mittlerweile ein Update. Da sind dann die Seitenteile dran, da kann man Löcher reinbohren, damit man da noch Gewinde reinschneiden kann. Und das ist tatsächlich so der Wust, der unaufgeräumte Wust. An verschiedenen Modellen, aber der Kantwinkel und das Oktagon sind so die Sachen, die am meisten gehen. Spannbolzen, gar nicht Spannbolzen, sondern Zwingenadapter habe ich die irgendwann mal genommen. Ah, okay. Mit denen kann man sich halt einfach die Spanntischzwingen bauen. Spanntischzwinge vom Markenhersteller kosten mal direkt 35 Euro. Die kosten im Set, glaube ich, 14 Euro und eine Baumarktzwinge kostet irgendwas zwischen 8 und 12 Euro, also da kann man locker für 15 Euro sich selber eine Spanntischzwinge bauen und das ist halt, glaube ich, ein ganz, ganz guter Kurs, damit arbeiten zu können. Das war's mit der kurzen Tour von Bernhard seiner Werkstatt. Hast du noch irgendwas zu sagen? Nein, nix. Alles nix? Gut. Also es läuft alles. Okay, cool. Kommen demnächst noch ein paar neue Produkte, sind dann online, also da kommt noch mehr. Bis wann versendet ihr? Versendest du?
Bis zum 23. Bis zum 23. Zwischen den Tagen geht es auch, da haben wir auch offen und dann halt im neuen Jahr ganz normal weiter. Also das geht ganz normal durch. Okay. Und jetzt geht's wieder zurück in die Werkstatt. Dann bin ich aber noch nach Mönchengladbach gefahren, denn da kann ich jetzt stolz sagen, dass es wieder ganz, ganz viele neue Produkte auf meinem Shop gibt. Manche Produkte gab es schon auf meinem Shop. Viele, viele Produkte sind jetzt gerade so im Kommen. Das bedeutet, wenn dich das Thema Drechseln interessiert und gerade Stiftebausätze, Flaschenöffnerbausätze und sowas, dann kannst du gerne mal auf meinem Shop vorbeischauen. Kurze Info am Rande, der Lagerbestand ist bei vielen Produkten derzeit sehr, sehr begrenzt, weil nicht so viel da ist. Deswegen, wenn dich das interessiert, schau am besten vorbei, bevor halt eben alles vergriffen ist. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin mit meinem VW-Bus an diesem Tag 800 Kilometer gefahren und es ist halt ein Wohnmobil, das relativ schwer ist und nicht so leistungsstark ist. Das heißt, ich bin da 800 Kilometer mit so 110, 120 gefahren, manchmal auch nur 85, manchmal auch noch langsamer, wenn es berghoch ging. Deswegen, das war schon echt ziemlich zehrend tatsächlich, dieser Tag. Ich habe in Mönchengladbach nichts gefilmt dieses Mal. Wie gesagt, dazu gibt es ja auch ein eigenes Video, wo ihr auch so die Leute seht, die meine Produkte für euch versenden. Super, super cooles Team. Ich konnte leider nichts aufnehmen, weil echt alles voll war und die waren wirklich im Treiben. Weil im Winter ist auch bei dem super viel los, weil halt viele Leute halt ihre Geschenke online ordern. Aber deswegen, weil ich nichts gefilmt habe, habe ich hier einen kurzen Ausschnitt von der lieben Sandra und der Michaela. Viel Spaß. Euch alle schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wie ihr seht, ertrinken wir hier in Arbeit, aber alles gut, alles okay. Die Sabrina wünscht euch auch. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt alle gesund. Auch hier nochmal eine kurze Information. Wie gesagt, im Moment, das sind halt echt super viele Informationen, die sich jetzt gerade wieder gestaut haben. Mein Finish ist jetzt auch wieder online, das findet ihr auch unten in der Videobeschreibung, war jetzt auch eine Zeit lang auf Amazon und auf meinem Shop halt eben ausverkauft. Jetzt ist es wieder da, ich weiß nicht, wie lange es diesmal reicht, aber jetzt ist es auf jeden Fall wieder vorrätig, erstmal. Kurze Information nochmal zu den Stiftebausätzen, die MK2-Mandrill, um halt eben die Stifte herzustellen, die ist jetzt auch wieder vorrätig und viele Dinge, die jetzt halt eben noch nicht vorrätig sind, die kommen jetzt auch so in der nächsten Zeit und werden halt auch in der nächsten Zeit jetzt wieder angeboten. Hier im Hintergrund hat ja die ganze Zeit mein Anhänger gestanden, auf den ich mein Sägewerk bauen werde. Da ist im Moment jetzt nichts, denn der Anhänger steht jetzt im Moment draußen. Der Vorwarner ist auch runtergebaut. Den Vorwarner hat der Achim bekommen. Das war übrigens der Typ, bei dem ich war. Die haben diese Betonsteine hergestellt, diese Legosteine. Die haben jetzt den Vorwarner. Von dem gibt es jetzt auch einen kurzen Ausschnitt. So, also wir haben hier den Vorwarner von Philipp, der haben wir so von dem Grid, das heißt, der wird jetzt also, da wären noch ein paar Kleinigkeiten dran gemacht, wäre unter anderem zum Beispiel dort die Dämpfer und sowas, das wird alles bis hier restauriert und dann wird das Ding nächste Saison in Betrieb gehen, genau. Der Anhänger an sich steht jetzt im Moment hier draußen, das hier ist der Anhänger. Da werde ich jetzt bald hoffentlich anfangen, den halt umzubauen, damit man da ein Sägewerk drauf festspannen kann. Da drin ist so das Problem, oder ist mein Messi-Raum, den zeige ich euch aber gleich. Im Moment bin ich doch sehr fleißig am Drehen für meinen Zweitkanal, für meinen Werkzeugkanal. Da habe ich einfach mal die günstigste Axt, die ich auf Amazon gefunden habe, gekauft und habe die halt eben ausprobiert. Das Video ist jetzt auch online, das verlinke ich dir nicht, weil ich glaube, ich kann nicht mehr verlinken. Genau, ich packe dir dazu mal einen Link in die Beschreibung zum Video am besten. Wie gesagt, das Ding hat, ich glaube, einen Zehner gekostet, so rum. Und genau, das kommt mir auch eigentlich gerade ganz gelegen, denn da hinten habe ich jetzt eine Gitterbox voll mit Brennholz für meinen kleinen Kamin, beziehungsweise für meinen kleinen Ofen. Und da waren vorher noch Schrauben drin, die habe ich jetzt auch in der letzten Woche mit meiner Freundin, der lieben Julia, da haben wir auf jeden Fall in der letzten Woche so die ganzen Schrauben ein bisschen sortiert. Und dazu habe ich mich auch ein Kleinteilmagazin vorgestellt. Das sind dann halt eben hier diese Kleinteilkisten. Da war ich wirklich froh, dass ich die habe, denn da konnte ich halt eben jetzt diese ganzen Schrauben einsortieren, aber seht selbst. Hier seht ihr jetzt die ganzen Schrauben. Das waren so, ich glaube, 3-4 Stunden Arbeit, die auszusortieren, weil die haben halt alle in einer Box größtenteils gelegen. Die muss man so ein bisschen auseinanderwursteln und dann konnte man sie halt hier einräumen. Aber jetzt habe ich hier wirklich auch massive Schrauben, die ich für das Sägewerk benutzen werde, um das halt eben zu montieren, zu befestigen und halt eben Teile zu bauen, die man halt eben ausrichten muss. Hier seht ihr auch noch ein paar Schrauben. Wie gesagt, von manchen gab es ein paar mehr Schrauben. Und die haben dann Platz in diesen Schäferkisten hier gefunden. Ich habe aber noch ein Regal bzw. ein System vorgestellt, das hängt noch dort hinten.
Zu dem Schweißtisch werde ich gleich was sagen. Das hier ist die Werkzeugwand, die erste Werkzeugwand, die ich auf dem Zweitkanal dann vorgestellt habe. Ich habe jetzt auch hier meinen Werkzeughalter so ein bisschen untereinander getauscht, damit halt hier eben die Werkzeuge hier dann drin platziert werden können, direkt neben der Drehbank. Das hier ist jetzt auch noch so ein bisschen Werkzeug. Ich habe jetzt aber noch so ein bisschen Platz halt eben für weitere Schrauben einzusortieren, falls ich das halt eben brauche. Ein Projekt, was ich in der letzten Woche aber noch fertiggestellt habe, ist hier dieser wunderschöne Schweißtisch. Der ist nämlich von Bernhard, das ist der Ausschnitt, den ihr eben schon gesehen habt. Das ist ein Schweißtisch mit dem Maßen 120 x 80 cm und das ist echt eine richtig feine Sache. Das ist ein Bausatz. In dem Video zeige ich euch dann halt eben, wie man dieses Teil hier zusammenbaut. Das ist echt easy peasy. Es dauert ein bisschen mit den ganzen Heftern, weil unten drunter ist ein massives Gestell, damit das Ganze halt auch eben plan ist. In dem Video zeige ich euch nicht nur, wie man den Tisch zusammenschweißt. Es ist eigentlich selbsterklärend, aber ich denke, wenn man das einmal gesehen hat, ist es ein gutes Stück einfacher. In dem Video zeige ich euch auch, wie ihr aus normalen Schraubzwingen halt eben diese Schraubzwingen speziell für diesen Schweißtisch herstellen könnt. Ich zeige euch aber auch außerdem, wie ihr euch hier diese Bausätze quasi auch zusammenschweißen könnt. Das sind verschiedene, um halt eben Profile miteinander verschweißen zu können. Super, super coole Sache. Das Video gibt es diese Woche. Wie gesagt, ich kann es jedem wirklich empfehlen, der mit Schweißen anfangen möchte oder halt eben mehr an dem Gebiet machen möchte. Ein super cooler Bausatz, um es halt eben selbst zusammenzustellen. Was meine ich mit zusammenstellen? Ihr könnt halt quasi alle Teile, die ihr hierfür braucht, miteinander kombinieren. Ihr könnt die Tischgröße auswählen, ihr könnt die Füße auswählen, ob ihr das Ganze dann höhenverstellbar machen möchtet oder wie ich jetzt in dem Fall quasi stationär. Dann gibt es hier Rollen für den Fuß, für den Tisch. Dann gibt es, was gibt es noch? Es gibt verschiedene Anbauteile für den Tisch. Das zeige ich euch dann alles in dem Video. Cooles Teil auf jeden Fall und das Ding brauche ich halt auch auf jeden Fall. Jetzt wiederhole ich mich wieder. Und das Ding brauche ich auch halt, wenn ich das Sägewerk baue, um halt alles gut verspannen zu können, wenn ich es halt eben verschweiße. Die Baumärkte machen ja ab Mittwoch zu, deswegen seht ihr das, was ich jetzt im Vorhinein noch gekauft habe, um hier die Werkstatt so ein bisschen fit zu machen. Hier sehen wir auch eine ganze Box noch mit Rollen für verschiedene Projekte, die ich auch noch fertig machen muss. Und ich würde gern von dir wissen, was du jetzt noch alles kaufst, um die nächsten Wochen quasi zu überbrücken, damit du in deiner Werkstatt nicht leer läufst. Also schreib mal doch mit einem kurzen Kommentar, was du dir alles noch quasi gehortet hast, damit du in deiner Werkstatt weiterarbeiten kannst. Vielleicht ist ja das eine oder andere dabei, was ich auch noch brauche. Kurze Sache, damit mich niemand falsch versteht, das Messi-Syndrom, das ist eine Krankheit, das ist schon, wenn das ausartet, echt uncool. Ich war auch schon mal in einer richtigen Messi-Wohnung, wo dann 5000 Weinflaschen auf dem Boden gelegen haben. Das kann man sich nicht vorstellen, das muss man gesehen haben. Oder sollte man nicht sehen. Auf jeden Fall beziehe ich das halt eben auf mich. Ich finde es auf mich persönlich bezogen, weil immer so viele Leute sagen, ey Philipp, was hast denn du für einen Müll? Da sage ich halt immer ganz gerne, zum Beispiel unten dieses Teil, das ist in manchen Leuten Augen, ist das halt Müll, aber in meinen Augen ist das ein Schatz. Und deswegen beziehe ich es auf mich. Die Leute, die mich auch richtig kennen, die mich auch schon persönlich kennengelernt haben, wissen, dass ich eigentlich gegen niemanden was habe. Ich gehe eigentlich immer nach dem Sprichwort, was ich mir selbst gegeben oder was ich mir selbst ausgesucht habe, ein Idiot. Ist nicht ein Idiot, wenn er schwarz oder schwul oder was auch immer ist. Ein Idiot ist ein Idiot, wenn er ein Idiot ist. Das nur mal am Rande. Und jetzt schauen wir meinen persönlichen Messi-Raum an. Das fängt aber als erstes hier an, denn die Leute, die die ersten Videos sich angeschaut haben, wissen, dass hier Regale gestanden haben. Und zwar habe ich hier mein ganzes Holz drin gelagert. Das liegt jetzt mittlerweile dort hinten in diesem Regal. Und ich habe mir einfach gedacht, so hey, hier in der Werkstatt, ist es doch blöd, wenn das alles im Weg rumsteht. Da ist es ja sinnvoller, wenn hier Maschinen rumstehen. Ich habe ja noch einen Nebenraum, der hat 35 Quadratmeter. Und da habe ich mir überlegt, dass das quasi so mein XXL-Magazin wird oder mein Lagerraum einfach. Und da habe ich jetzt alles vollgebollert mit Regalen, damit ich auch für die Zukunft genügend Platz habe, um Dinge getrennt hinzustellen und nicht Sache vor Sache vor Sache stelle. Das zeige ich euch jetzt. Ich habe hier drin kein richtiges Licht, das wird sich vielleicht bald ändern. Also es ist ja eh nur ein Lager, deswegen brauche ich hier nicht die beste Beleuchtung. Auf jeden Fall habe ich aber hier dieses Regal auf Kleinanzeigen gefunden. Das Besondere an dem ist halt eben, dass ihr erstmal ein Riesenregal habt, das ist 2,60 Meter hoch. Ich musste es sogar ein bisschen einkürzen, weil es hier sonst nicht von der Höhe reingepasst hätte. Das ist, glaube ich, wie lang war es? Knappe 3 Meter lang und man kann es schieben. So habe ich halt eben jetzt einfach die Möglichkeit, hier auch noch Regale hinzustellen. Ihr seht sie, hier stehen auch überall Regale, die haben vorher in der Werkstatt gestanden. Und wenn ich hier mal was Großes rausräumen muss, kann ich einfach dieses Regal ganz easy peasy rüberrollen. Und
Und dann ist der Durchgang hier wieder breiter und man kann hier besser durchkommen. Wie gesagt, hier stehen die drei Regale, die in der Werkstatt gestanden haben. Hier kommen jetzt noch zwei Regale hin und hier steht halt eben auch noch ein Regal. Für euch zur Vorstellung, das hier ist die Toilette, das hier ist noch die Küche. Hier kommt nämlich auch noch ein Durchbruch hin, damit die Gäste, die Teilnehmer in meinem Drechselkurs, dann auch direkt aufs Klo können oder, keine Ahnung, sich einen Kaffee holen können. Aber um Gottes Willen, natürlich bekommt ihr den Kaffee von mir, da werdet ihr bedient. Hier sind noch Rohre übrigens von meiner alten Absauganlage, die werden auch bald nochmal benutzt. Hier diese zwei riesigen Regale, hier sind die Regale. Es ist im Moment nicht so aufgeräumt, weil ich vor kurzem Inventur gemacht habe und viel Zeug nach Mönchengladbach gefahren habe. Aber hier ist halt jetzt noch super viel Platz, für weitere Sachen einzuordnen. Jetzt hätte ich es aber fast vergessen. Ich habe euch am Anfang noch einen Ausschnitt von meinem VW-Bus Drift versprochen. Und zwar war ich vor kurzem Holz abholen, halt eben für meine Gitterbox, damit ich meine Werkstatt heizen kann. Und da waren wir oben auf einem Grundstück, wo halt unser ganzes Brennholz liegt. Und da war es, glaube ich, in etwa so schräg, und ich bin mit meinem Bus schon nicht mehr rausgekommen. Beim ersten Anlauf war es ja noch witzig so. Da habe ich mir gedacht, so, okay, komm, jetzt dreh da einmal durch und jetzt geht's gleich, wenn wir wieder auf dem Schotter aufkommen. Aber das hat halt 4, 5 Versuche gedauert, bis ich dann wieder rausgekommen bin. Der Trick war es dann eigentlich, so zwei Bretter vor die Räder zu legen, dass er dann auf diese 10 cm ein bisschen Grip hat und man dann rauskommt. Da bin ich auch zum Glück wieder rausgekommen. Die Karre sah dann halt zum Schluss leider aus wie Sau, aber das war okay. Das soll es dann für die Neuigkeiten für heute gewesen sein. Schön, dass du bis jetzt am Video dran geblieben bist, wie immer. Diese Woche kommt, wie gesagt, das Video zum Schweißtisch. Den Schweißtisch, den ich benutze, verlinke ich dir natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Also ganz viel Spaß mit dem Projekt. Cooles Teil. Ich wünsche euch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.